Also, ich habe mit euch etwas, ob es lustig ist, weiß ich nicht, aber ich habe mit euch was vor. Ich möchte eine kleine Reihe starten. 4 Argumente gegen den Glauben. Klingt schräg, ist schräg, aber wichtig. Ich habe ein Buch gelesen. Das ist das Buch zu der Reihe. 4 verstörende Fragen und eine simple Antwort von Tim Sledge. Tim Sledge ist, wie ich finde, ein ganz armer Mensch. Tut mir total leid. Und das Buch ist ein ganz trauriges Buch. Warum? Weil der Autor dieses Buches ein Ex-Pastor ist, der große Gemeinden geleitet hat, christliche Bestseller geschrieben hat, Tausende von Menschen beeinflusst hat, und zwar wirklich zum Guten beeinflusst hat, um dann nach Jahrzehnten des Dienstes seinen Glauben bewusst abzulegen. Er bezeichnet sich heute als ein glücklicher Humanist. Und in diesem Buch geht es darum, zu beweisen, dass der Glaube an Gott völliger Blödsinn ist. So etwas wie ein Zauber, unter dem man steht, aber der nicht real ist, und deswegen sollte man sich möglichst schnell von ihm lösen. Das Buch ist geschrieben, um 4 verstörende Fragen herum. Verstörende Fragen an den christlichen Glauben. Und ich will es deutlich sagen, das Buch ist geschrieben, um den Glauben von Menschen zu zerstören. Also ihr müsst es jetzt nicht lesen, das ist keine Leseempfehlung. Und trotzdem finde ich das wichtig, also dieser Titel, ich übersetze ihn mal, 4 verstörende Fragen, gemeint ist ans Christentum und eine simple Antwort. Und ich möchte euch die simple Antwort, die er mehrfach in dem Buch immer wieder bringt, nicht vorenthalten. Ich übersetze die auch mal. Seine Antwort lautet: Das Christentum und alle anderen Religionen sind Erfindungen des menschlichen Geistes. Es gibt keinen allmächtigen, allwissenden, personalen und liebenden Gott. So. Was machen wir in der Reihe? 2 Dinge. Einerseits werden wir über diese 4 verstörenden Fragen nachdenken, heute über eine und dann in 3 folgenden Predigten halt über die anderen 3. Aber ich möchte noch etwas anderes. Ich möchte grundsätzlich diese Reihe nutzen, um über das Thema Glaubenszweifel nachzudenken. Ich finde das nämlich total wichtig. Und die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich von Gott enttäuscht werde? Also ich habe da so eine Erwartungshaltung an das Thema Glauben. Und diese Erwartungshaltung manifestiert sich natürlich in Bereichen wie Ehe, Beruf, Gesundheit. Und was mache ich, wenn Gott sich dann nicht danach richtet, was ich denke, dass er tun sollte? Dann bin ich enttäuscht. Richtig. Wie gehe ich damit um? Und jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, und die hört sich so an. Merkt euch das gut. Dein Zweifel an Gott oder dem Christentum oder irgendeiner christlichen Lehre zerstört nicht deinen Glauben. Der Zweifel selber ist überhaupt nicht das Problem. Und jetzt gehe ich weiter. Es ist der Zweifel, den ich nicht ausspreche oder von dem ich denke, dass man ihn nicht äußern darf, der den Glauben zerstört. Versteht ihr, ein Zweifel, der so in einem nagt, in einem gärt, wo ich denke, oh, wenn ich das irgendwem sage, oh, dann halten die mich nicht mehr für einen ordentlichen Christen, dann werde ich in der Gemeinde schief angesehen. Diese Art von Zweifel macht Glauben kaputt. Und deswegen ganz deutlich von hier vorne: In dieser Gemeinde ist jeder Zweifel erlaubt. Nehmt das bitte mit. Zweifel, Fragen, Skepsis, geistliche Durststrecken, ey, einfach immer her damit. Das müsst ihr nicht für euch behalten. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass ein Glaube an Gott ohne offene Fragen kein reflektierter Glaube ist. Ich sage das nochmal. Ich bin davon überzeugt, dass jemand, der sagt, ich glaube an Gott, aber nicht wirklich irgendwo noch so ein paar Ecken hat, wo er sagt, da verstehe ich ihn überhaupt nicht, dass das kein reflektierter Glaube ist. Und jetzt könntet ihr fragen, Jürgen, heißt das, du hast noch offene Fragen an die Bibel? Ja, genau das heißt es. Ich verstehe nicht alles, was in der Bibel steht.
Ja, aber muss man nicht alles verstehen, um Christ zu sein? Würde ich sagen, naja, anscheinend nicht, weil ich bin ja Christ und ich verstehe ja nicht alles. Also es gibt einen, der alles versteht, das ist Gott, und das bin ich halt nicht. Ich bin nicht Gott. Und deshalb, bitte versteht das gut, im Christentum geht es um eine Beziehung zu dem Herrn Jesus. Und der Heilige Geist nimmt sich locker ein Leben lang Zeit, um uns jedes Jahr neue Sachen beizubringen. Und weil es um eine Beziehung geht, geht es eben nicht um Ideologie, es geht nicht um ein Glaubensbekenntnis. Und der Gag ist, ich kann super intensiv eine Beziehung zu Jesus leben, ohne dass ich schon alle Fragen verstanden habe, die mir so zum Thema Glauben kommen. Ich mache mal ein Beispiel, damit ihr das versteht. Ich lebe eine super intensive Beziehung zu meiner Frau. Aber ich bin weit davon entfernt, sie verstanden zu haben. Und ähnlich ist das bei Gott. Ich kann eine super intensive Beziehung mit Gott leben und kann trotzdem fair sagen, also an der Stelle, Vater im Himmel, der Bibelvers, keinen blassen Schimmer, was der soll. Ich verstehe ihn einfach nicht. Ja? Der ist jetzt auch vielleicht nicht super wichtig, aber es ist trotzdem, da gibt es Sachen, wo ich denke, da würde ich gerne mehr verstehen. Und das ist völlig in Ordnung. Wir dürfen ein Leben lang in geistlichen Dingen einfach dazulernen. Ja, wir sollen auch nicht immer Anfänger bleiben, logisch. Wir dürfen geistlich reif werden. Wäre schon schön, wenn du im Alter so eine geistliche Mutter wärst und ein geistlicher Vater. Wir sollen da ankommen, wo Paulus formuliert, in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7. Ich hoffe, dass wir das alle sagen können, aber halt am Ende, versteht ihr? Nicht am Anfang. Am Ende sollen wir formulieren, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Da geht's hin. Aber bis dahin ist halt ein Weg zu gehen. Und auf diesem Weg, wenn wir da ankommen wollen, ist eine Sache total wichtig. Und da möchte ich Mut machen mit der Reihe. Deswegen spreche ich das so offen an. Wenn du Glaubenszweifel hast, wenn dir irgendwas mit Gott quer liegt, wenn du Dinge in der Bibel nicht verstehst, dann komm damit raus. Fress das nicht in dich hinein. Ganz wichtig, damit nochmal, was wir vorhin hatten, die Folie mit dem Zitat, damit dieses hier Zweifel an Gott oder dem Christentum oder irgendeiner christlichen Lehre zerstört nicht den Glauben. Du musst da überhaupt keine Angst davor haben. Es ist der Zweifel, den ich nicht ausspreche und von dem ich womöglich denke, dass ich ihn nicht äußern darf, der den Glauben zerstört. Ganz, ganz wichtig, dass wir das begreifen. Und das, diese Idee, ich darf Dinge nicht äußern, falsch. Wirklich, wirklich ganz falsch. Wisst ihr, wenn uns Jesus die Wahrheit gebracht hat, und das behauptet er, er sagt, er ist die Wahrheit und er bringt uns die Wahrheit und die Wahrheit wird uns frei machen. Wenn Jesus uns die Wahrheit bringt, dann darf ich doch mit jeder kritischen Frage an diese Wahrheit herantreten. Es muss einfach so sein. Kommen wir zur ersten verstörenden Frage, die Tim Sledge in seinem Buch aufwirft. Erste Frage ist folgende, die heißt, warum führt der Glaube an den auferstandenen Jesus, der Christen bevollmächtigt, zu so unterschiedlichen Ergebnissen? Ich will die Frage mal ein bisschen allgemeiner formulieren. Und ihr dürft wissen, dass der Autor als Ex-Pastor wirklich viel Gemeindeerfahrung hat. Also er weiß, wovon er redet. Und deswegen geht diese erste Frage etwa so. Wenn das mit dem Glauben stimmen würde, wenn Christen wirklich eine reale Begegnung mit Gott hätten, wenn in allen Christen ein Heiliger Geist wohnen würde, so ein Geist der Kraft und der Liebe und der Disziplin, wenn Gott wirklich alles neu machen würde, warum ist dann der normale Blick in eine normale Gemeinde so ernüchternd? Und die Frage ist klasse. Und um das ganz deutlich zu sagen, das wird zwar hier als verstörende Frage verkauft, aber ich habe mir die Frage in den letzten 20 Jahren schon ganz oft gestellt. Ehrlich. Und ich habe sogar Lust, ein ganz klein bisschen noch ein bisschen nachzulegen. Aber erst nochmal, dass ihr versteht, was er will. Er sagt, wie kann das sein, dass es in einer durchschnittlichen Gemeinde von Christen auf der einen Seite die gibt, die ziehen durch, die bringen sich ein, die geben viel. Ja, die sind interessiert an Bibel, an Gebet,
An Evangelisation? Dann denkst du, ja, yeah, so sollte es sein. Und dann gibt es da so eine andere Gruppe, wo man den Eindruck hat, naja, die wollen eigentlich nicht Bibel lesen. Die machen genau so viel, dass sie nicht anecken, tauchen vielleicht noch nicht mal beim Putztag auf. Mitarbeit, Hauskreis, Eigeninitiative, alles so ein bisschen mau. Versteht ihr? Du schaust in eine Gemeinde und du hast diese Gruppen plötzlich vor dir. Du hast den Typ Mitläufer oder Schnorrer oder Problemkind und dann hast du irgendwie diesen Typ Überwinder und Gasgeber. Du hast immer beides. Wie kann das sein? Ich meine, wie kann das sein, wenn Gott wirklich alles neu macht? Warum wird das nicht bei allen in gleicher Weise sichtbar? Würde man von einer Organisation, die von Gott durchdrungen ist, nicht einfach einen höheren Standard erwarten als von einer durchschnittlichen Gemeinde? Und ich bin, wenn ich das so formuliere, noch nicht mal da, wo es weh tut. Ich lege mal noch ein bisschen nach. Was ist mit geistlichem Missbrauch, den man in Gemeinde erlebt? Leute, die die Gemeinde als Bühne benutzen, um sich selber zu produzieren, und denen es dabei völlig egal ist, wen sie verletzen. Hauptsache, sie können sich in Szene setzen, sie können ihr Ding durchziehen mit einer ganz bösen Motivation. Was ist mit Heuchelei? Doppelte Standards, Sünde und Unmoral in Gemeinde. Warum ist da so wenig Frucht des Geistes? So dieses Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Da ist noch deutlich Luft nach oben, oder? Was ist mit einem Mangel an Vergebungsbereitschaft? Oder, ich will gar nicht so weit gehen, Vergebungsbereitschaft, bleiben wir ein bisschen drunter. Simple Dankbarkeit. Und wenn du sagst, habe ich noch nie erlebt, warte ab. Was ist mit innergemeindlichen Konflikten um Traditionen, um Glaubenssätze, um theologische Spitzfindigkeiten, wo man plötzlich merkt, da geht es nicht mehr darum, in Einheit miteinander gemeinsam einen Weg als Gemeinschaft zu gehen, sondern da gibt es einzelne Leute, die blocken einfach jede Entwicklung ab, weil das ist ihre Gemeinde, soll bitte genauso bleiben, wie sie immer war, und wehe, da stellt sich einer dagegen. Wisst ihr, null Wunsch, dass neue Leute in die Gemeinde hineinfinden. Null Wunsch, geistliches Wachstum für die Gemeinde. Liebe zu neuen Leuten, Integration von Fremden, alles Fehlanzeige. Was ist damit? Oder was ist mit denen, die getauft werden, für eine Weile brennen und dann ihrem Herrn Jesus doch den Rücken zuwenden? Was ist mit denen? Was ist mit den Kaputten, die kaputt bleiben in der Gemeinde? Was ist mit denen, die immer schwach sind, weil sie von ihrer Vergangenheit einfach nicht so richtig loskommen, die nie geheilt werden von ihrer psychischen Erkrankung, über denen immer so eine dunkle Wolke der Sucht weiter schweben bleibt? Was ist mit denen? Und das, was ich jetzt aufgezählt habe, das ist nicht die Beschreibung einer schwachen Gemeinde, ja, die endlich mal Buße tun muss. Es ist die Beschreibung einer ganz normalen Gemeinde. Das ist Realität von Gemeinde, wie du sie in jeder guten Gemeinde wiederfinden wirst. Und jetzt kommt Tim Sledge und sagt, ich habe das erlebt, hautnah, absolut schmerzhaft. Und jetzt stelle ich mich hin als Ex-Pastor und sage, wenn das die Realität von Gemeinde ist, wenn es in der Kirche so sehr menschelt wie in einem Kleintierzüchterverein, dann ist Gemeinde Gottes nichts Übernatürliches, keine Sache, wo Gott ist, nichts Heiliges, dann ist die Idee, dass hier der Schöpfer des Universums am Wirken ist, einfach nur eine Einbildung. Da ist nichts. Und warum ist da nichts? Weil es diesen Gott einfach nicht gibt. Argument 1 gegen den Glauben. Der Glaube funktioniert nicht. Schau dir einfach mal nur die Gemeinden an. Tja, was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Ich habe euch 4 Punkte mitgebracht und den letzten Punkt führe ich ein bisschen länger aus. Punkt 1. Wenn du
noch nie von Geschwistern so richtig frustriert warst. Wenn ihr Mangel an Einsatz, Mitdenken, Selbstreflexion oder einfach nur Liebe und Mitgefühl, ja? Wenn der Mangel von Geschwistern in diesen Bereichen dich noch nie betroffen gemacht hat, dann lass mich dir eines sagen, ganz deutlich sagen, du bist nicht Teil von Gemeinde. Das ist ganz einfach. Wenn dich das noch nie getroffen hat, dann gehörst du vielleicht zu einem Hauskreis oder vielleicht kommst du in den Gottesdienst, aber du bist nicht Teil von Gemeinde. Einfach deshalb, erst wenn Menschen dir wehtun können, bist du wirklich dabei. Erst dann hast du so viel Herz investiert, dass du sagen kannst, das ist meine Gemeinde. Solange dir das alles noch am Popo vorbeigeht und du sagst, ich hole mir hier den Gottesdienst ab und noch die Pasta und vielleicht noch ein bisschen Bibel hinterher und das war's. Verstehst du? Darf mir auch ein Update einmal die Woche schicken. Aber ansonsten ist mir die Sache eigentlich egal. Dann gehörst du nicht dazu. Aber in dem Moment, wo du dazugehörst, wird es weh. Schmerzhaft. Es wird dich treffen. Punkt 1. Punkt 2. Tim Sledge hat recht. Also jedenfalls mit seiner Beschreibung von Gemeinde. Gemeinde ist genau so schlimm, wie er es da beschrieben hat. Da gibt es die Hingegebenen. Und dann gibt es die Heuchler. Da gibt es die, die aus Liebe dienen. Und dann gibt es die, die ihren Dienst für ihr Ego brauchen. Da gibt es die Kaputten. Und daneben gibt es die, die scheinbar keine Probleme haben. Dann gibt es die, die geistlich von alleine wachsen und beten und ihre Bibel lesen. Und es gibt die, die auf der Stelle treten, die sich schwer tun mit dem Beten und die bis heute nicht die Reihenfolge der biblischen Bücher kennen. Das ist so. Das ist einfach so. Tim Sledge hat recht mit seiner Beschreibung. Ich kann nichts dagegen sagen. Ich kann aber Folgendes sagen. Und das ist mein dritter Punkt. Ich glaube, dass er trotzdem einen Denkfehler in seinem ganzen Konstrukt da hat. Und der Denkfehler geht etwa so. Ich habe den Eindruck, dass für ihn der Moment der Bekehrung nicht einfach nur ein Moment ist, wo ich mein altes Leben hinter mir lasse, von Gott Vergebung meiner Schuld empfangen, Teil von Familie Gottes werden, und es ist wie so ein Startschuss für ein neues Leben, sondern ich habe den Eindruck, dass Tim Sledge glaubt, Bekehrung, das ist so ein Moment, da kommt übernatürlich Kraft in mein Leben und mit einem Mal bin ich so eine Art Überwinder. Und alles, was da vorher an Problemen, an Komplexen, an Blockaden da war, das ist ganz schnell weg und ich werde ganz fix ein richtig guter und beeindruckender Mensch, der auf alle Fragen des Lebens die richtigen Antworten hat und auch alles richtig macht. Und dann musst du dir einfach sagen, Entschuldigung, ich habe jetzt nicht Zeit, tiefer drauf einzusteigen. Wir werden dieses Jahr das Thema Heiligung noch in 2 Predigten behandeln. Aber ganz ehrlich, nein, das ist falsch, dieses Denken. Bekehrung ist kein magischer Moment. Das ist nicht so, ich bekehre mich, ja, und dann wird eben noch der Frosch, Bekehrung, plopp, Prinz. Versteht ihr? Das ist einfach nicht so. Das ist ein falsches Denken, wenn ich das denke. Und deswegen, weil dieses falsche Denken da ist. Nochmal, Punkt 1 war, dass er sagt, dass ich gesagt habe, ja, du wirst Schmerz erleben in Gemeinde, gehört dazu. Punkt 2, er hat recht. Punkt 3, trotzdem macht er da einen Fehler. Er legt zu viel in diesen Moment der Bekehrung hinein. Und damit sage ich nicht, dass wir nicht am Ende, wenn wir bei Gott ankommen, alle geistlich gesund sind. Das wird er schon machen. Keine Sorge. Punkt 4. Warum irrt er, wenn er die Beschreibung richtig hinkriegt? Die Fakten sind richtig, aber die Schlussfolgerung, das, was er aus den Fakten macht, ist einfach falsch. 6 Gründe. Warum die Beschreibung richtig, aber die Schlussfolgerung falsch ist. Punkt Nummer 1. Ich schaue in die Bibel. Das wisst ihr. Also wenn man eine Frage hat, muss man immer erstmal in die Bibel schauen. Das Zeugnis des Neuen Testaments. Wenn ich lese, was die Apostel den Gemeinden schreiben, oder wenn ich mir die Sendschreiben anschaue, dann merke ich, dass schon die allerersten Gemeinden ein ziemlich wilder Haufen waren. Und ich mache jetzt nur ein Beispiel. Paulus schreibt einen Brief an die Korinther. Paulus schreibt 2. Korintherbrief.
Im selben Brief kann er in Kapitel 5, Vers 17 schreiben, ihr seid eine neue Schöpfung. Um in Kapitel 13, Vers 5 zu sagen, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Ich bin ja nicht ganz sicher, ob das alles echt ist. Und du denkst dir, wie kann das sein? Sind die jetzt eine neue Schöpfung oder sind die irgendwie nicht halbgar? Also versteht ihr? Das ist die Realität. Und ich könnte viel über die Korinther und über andere Gemeinden jetzt hier sagen. Und ihr wisst das. Das Neue Testament, da ist nichts von irgendwelchen Überflieger-Christengemeinden. Das sind genauso wilde Haufen, wie wir es heute auch haben. Das scheint von Anfang an die Realität gewesen zu sein. Deswegen die Erwartung, das müsse heute ganz anders sein, das kann einfach nicht stimmen. Zweiter Punkt. Das Evangelium wird in der Apostelgeschichte als ein Evangelium der Gnade bezeichnet. Es richtet sich an völlig zerbrochene Menschen. Wisst ihr, dass es häufig nicht die Schlauen und häufig nicht die Einflussreichen sind, die sich bekehren? Weil eine echte Bekehrung setzt ja voraus, dass ich mich als Sünder wahrnehme. Dass ich mir eingestehe, ich schaffe es selber nicht. Ich brauche einen Retter. Und jetzt stellt euch vor, wenn das stimmt, dass, also was auch in der Bibel steht, dass du eigentlich eine ganze Menge Kaputtheit brauchst, um an den Punkt zu kommen, dass du dir selber eingestehst, ich brauche einen Retter. Das ist ja extrem demütigend. Wenn das stimmt, was für Typen hast du dann in Gemeinde? Versteht ihr? Eigentlich müsste Gemeinde ein Sammelbecken von schrägen Typen sein. Das ist nicht ein Durchschnitt der Gesellschaft. Es ist der kaputte Durchschnitt der Gesellschaft, der ehrlich genug ist, um sich einzugestehen, ich brauche jemanden, der mich rettet. Dritter Punkt. Man kann natürlich Gemeinde kritisieren und kann sagen, ah, die sind ja alle nicht echt. Da passiert ja nichts. Wenn ich aber genau hinschaue, dann stelle ich fest, das stimmt nicht. Es gibt erstaunliche Beispiele für Veränderung und Heilung in Gemeinde. Und das mag nicht für alle in der Gemeinde zutreffen oder nicht im gleichen Maß zutreffen. Aber ich bin zum Beispiel jemand, der das für sich sagen kann. Ich erlebe Veränderung. Und Gott ist mit mir einen Prozess am Machen. Und Gott nimmt sich die Zeit, die ich brauche, um mit mir diesen Prozess zu gehen, diesen Weg zu gehen. Es geht nämlich darum, dass ich ihn mit ihm gehe. Der Weg ist an der Stelle, so blöd das klingt, ein Stückchen Ziel. Weil ich mich nicht dadurch verändere, dass Gott mir mirakulös einfach was Neues ins Hirn pflanzt und ab morgen funktioniere ich ganz anders. Er will mich als Person niemals vergewaltigen. Er möchte Liebe leben. Und Liebe fängt jeden Morgen neu an, da wo ich das Ja finde und nach diesem Ja lebe. Und noch etwas ist wichtig zu diesem Thema Heilung und Heiligung und Veränderung. Wir starten an ganz unterschiedlichen Stellen. Stell dir mal vor, ich nehme mal zwei unterschiedliche Leute in Gemeinde. Du hast so ein typisches, behütetes Gemeindekind, das hat mit 20 noch nie einen Harry Potter Roman gelesen. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der sich mit Mitte 40 aus dem, sagen wir mal, rechtsradikalen Hintergrund und Alkoholismus heraus bekehrt. So, folgende Frage. Wer von beiden hat etwas mehr Problem damit, das Thema Zorn unter die Füße zu kriegen? Oder die, wo du sagst, du warst noch nie zornig, oder? Doch, doch. Und dann kommt ein Beispiel, wo du denkst, nein, du warst noch nie zornig. Oder der Zeit seines Lebens quasi immer so mit rotem Kopf und einem gezückten Messer durch die Gegend gelaufen ist. Das ist aber das, was wir in Gemeinde haben. Wir erleben Heilung und Heiligung, aber wir haben ganz unterschiedliche Startpunkte. Und der eine entwickelt sich ein bisschen weiter und von außen schaust du drauf und dann bist du immer noch ein Chaot. Aber der hat sich weiterentwickelt. Und er gehört zur Gemeinde dazu. Und das, was wir an ihm sehen, ist Ausdruck von Wirken Gottes. Und das müssen wir einfach sehen. Also was ich sagen möchte mit diesem Punkt 3, es gibt Heiligung und Gott verändert Menschen. Das ist real die Kraft Gottes, aber Gott nimmt sich die Zeit, die wir brauchen. Er überfordert uns nicht. Er startet mit dieser Gruppe von schrägen Leuten und da sind einige dabei, die sind wirklich ziemlich schräg und die werden vielleicht auch am Ende ihres Lebens noch nicht so weit sein, wie sie sich das selber wünschen würden. Aber das ist die Realität.
Das ist einfach die Realität, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns selber in diesem Prozess mitbringen, uns mit unseren Baustellen, unserer Vergangenheit, unserer Autobiografie, unserer Intellektualität, unseren Blockaden, unserer Lerngeschwindigkeit, Punkt, Punkt, Punkt. Vierter Punkt. Und das ist noch mal schlimmer. Gemeinde ist eine Gruppe von Leuten, wo sich Leute auf sehr unterschiedlichen Motiven heraus bekehren. Und nicht alle bekehren sich zu Jesus. Also, was ich sagen möchte, Gemeinde ist eine Mischung aus Leuten, das sind echte Christen. Und dann gibt es Leute, die suchen eigentlich nicht Jesus. Die suchen etwas anderes. Die suchen zum Beispiel einen Sinn im Leben. Und das ist was anderes. Du kannst dich dahin bekehren zur Gemeinde, weil du eigentlich einen Sinn im Leben suchst und hast dich nie zu Jesus bekehrt. Oder die suchen eine Bühne fürs eigene Ego. Oder die suchen vielleicht eine Herde dummer Kühe, die man melken kann. Versteht ihr? Es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Und das Neue Testament spricht von Wölfen im Schafspelz. Und wir lesen von Irrlehrern, die kommen werden, und von falschen Gemeindeleitern. Die hast du da einfach mal mit drin. Du schaust dir Gemeinde an und stellst fest, da gibt es die mittendrin. Naja, die machen uns natürlich dann, wenn man von außen drauf schaut, nicht netter. Der lustigste Punkt, Lukas 16, Vers 8. Der Herr Jesus sagt, und das ist O-Ton Jesus, das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Der Herr Jesus sagt, im Umgang miteinander werden Christen sich dämlicher anstellen als Nichtchristen. Und dann wundern wir uns, wenn das, was der Herr Jesus vorhergesagt hat, sich erfüllt. Versteht ihr? Es wäre anders, wäre Gemeinde der heilige Hafen, wo keiner sich mit einem anderen streitet, dann hätten wir ein Problem. Weil das hat Jesus nicht vorhergesagt. Das steht nicht im Neuen Testament. Dann würde ich mir die Frage stellen, was verbindet uns? Welchen Pilz haben wir da alle gleichzeitig zu uns genommen? Das wäre dann die Frage. Aber so, es ist O-Ton das, was der Herr Jesus sagt. Die Söhne oder die Kinder des Lichts sind im Umgang miteinander nicht so klug wie die Kinder der Finsternis. Ja, das stimmt. Und der letzte Punkt, du bist hier. Ich auch. Und du kennst dich. Also wenn du ein bisschen ehrlich bist, schaust du manchmal in den Spiegel und denkst, ich bin ein ordentlicher Chaos-Mitbringer. Und jetzt stellt euch vor, du bist hier, ich bin hier und wir bringen das Chaos mit, was unserem Leben anheftet. Die Halbheit mit, das Durcheinander, das Nichtverstehen, das gehört einfach mit dazu. 6 Punkte, die mir wichtig sind. Du kannst von außen drauf schauen und kannst sagen, Gemeinde ist ein chaotischer Haufen. Und ich sage, ja, Amen. Super beschrieben. Jetzt schauen wir uns an, warum. Und wir stellen fest, erstens, im Neuen Testament wird sie genau so beschrieben. Wir sind richtig. Such nicht nach einer anderen Gemeinde. Die gibt es nicht. Zweitens, das hat damit zu tun, dass die Kaputten sich bekehren und sich bei uns, wenn wir wirklich wie eine Seenotrettungsstation funktionieren, auch ein Stückchen sammeln. Drittens, es gibt Veränderung und Heilung. Schau es dir an, aber jeder geht da seinen eigenen Weg. Du kannst nicht erwarten, dass jeder irgendwie an einem Ziel, das du definierst, schon angekommen ist. Viertens, es gibt ungläubige Leute in Gemeinde. Die ziehen den Standard runter, logisch. Fünftens, Lukas 16, Vers 8. Wir tun uns da grundsätzlich ein bisschen schwer. Sechstens, du bist hier und ich bin es auch. Jetzt weißt du, warum sich Gemeinde nicht immer so nett anfühlt. Es kann einfach nicht anders sein, wenn diese Punkte wahr sind. Das heißt, das Wundersame an Gemeinde ist nicht ihre Unfertigkeit oder ihre Dummheit oder Lieblosigkeit. Übrigens alles nicht erstrebenswert. Wir dürfen da alle besser werden. Ja, gar keine Frage. Das Wunder der Gemeinde besteht nicht darin, dass wir verglichen mit einem Kleintierzüchterverein uns weniger häufig in die Haare kriegen. Das ist nicht das Wunder von Gemeinde. Das Wundersame, und da kommt jetzt das Göttliche ins Spiel, das Wundersame von Gemeinde besteht darin, dass sie, obwohl sie ist, wie ich sie eben beschrieben habe, seit 2000 Jahren die Welt verändert. Und zwar zum Guten. Egal, wo ich hinschaue. Menschenrechte, die Beendigung von Sklaverei in der westlichen Welt, Wissenschaft, Bildung, Barmherzigkeit, Umgang mit Alten, Schwachen,
Kranken, Behinderten. Gab es alles in der Antike nicht, bis die Gemeinde kam. Und jetzt wird es interessant. Da hast du diesen Haufen von kaputten Menschen, die sich jede Woche ehrlich eingestehen dürfen, dass wir aus Gnade leben, dass wir mit Bruderliebe lange noch nicht fertig sind. Amen, ja, dürfen wir gar nicht alle so sagen. Und trotzdem, obwohl wir sind, wer wir sind, das ist das Irre daran, obwohl wir sind, obwohl du da bist, ich da bin und ein paar andere, die wir gerne loswären, also obwohl wir da sind, schreibt Gott mit seiner Gemeinde seit 2000 Jahren Geschichte. Und wisst ihr, warum er das tut? Er tut das, weil er sich selber durch die Schwäche der Gemeinde offenbart. Es gibt ein Prinzip aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 10. Da sagt Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich glaube, es ist ein Grundsatz. Gott kann das Schwache benutzen. Er kann es sich erlauben, dir die Zeit zu geben, die du brauchst, um heil zu werden. Und wenn es ein ganzes Leben lang dauert, er kann es sich erlauben, dass Gemeinde nach außen hin ein bisschen dämlich aussieht und trotzdem damit Geschichte schreiben. Das ist das Wundersame, das ist das Übernatürliche von Gemeinde. Es sind nicht die Menschen in der Gemeinde, obwohl es da auch das ein oder andere gibt, wo man sagen kann, das ist ein kleines Wunder, was im Leben von Menschen geschieht. Aber wenn du das Wundersame, wenn du das Besondere von Gemeinde erkennen möchtest, dann erkenne es dort, wo Gott wirkt, obwohl die Typen, mit denen er arbeitet, schwach, begriffsstutzig, selbstverliebt oder einfach nur dumm sind. Gott allein sei die Ehre. Amen. Amen.